Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Wer kennt das nicht? Ja, hallo vom Center für Yoga mit ein paar Gedanken über den Wind. Und besonders im Leben und noch besonderer in der Medizin, in der Heilkunde. Wir kennen alle den Wind. Wenn wir bei Wind Fahrrad fahren, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Er kann uns unterstützen, wenn er von hinten bläst. Er kann, wenn er von vorne bläst, uns das Fahrradfahren schwer machen. Oder wenn er von der Seite kommt, fallen wir um, vielleicht. Oder haben Mühe, in der Mitte zu bleiben. Und der Wind kann positiv somit sein oder eher negativ. Es gibt einen Wind, wenn es im Sommer ziemlich warm ist, dann freut man sich, wenn der Wind da ist, man lüftet ein bisschen aus und geht es ein bisschen besser, eine sanfte Brise. Oder wenn der Orkan kommt, dann findet man das nicht mehr so gut oder der Tornado, der das Haus zerstört. In der Medizin ist es genauso wie der Wind. Das himmlische Kind kommt von oben, der Wind greift medizinisch oben an. Nun, wenn es windig ist, ziehen wir den Kragen hoch, ziehen eine Mütze runter, schützen den oberen Bereich. Denn jeder weiß, wenn der Wind noch kalt ist, zum Beispiel nach dem Sport, die Haare nicht richtig geföhnt, getrocknet, der kalte Wind bläst durchs Genack. Und dann merke ich, wie mein ganzer Nacken steif wird. Wind. Wind, wie der Tornado, zerstört in der chinesischen Medizin das Leben in Form eines Schlaganfalls. Der Wind kommt plötzlich. Der Tornado zerstört plötzlich das Haus in Sekunden. Und wenn wir auf die psychologische Ebene gehen, dann würden wir sagen, das ist ein ganz schöner Windhund. Ein windiger Bursch. Der huscht darum. Mal so, mal so. Wie wird die Erkrankung sein beim chinesischen Faktor Wind? Mal so, mal so. Mal dies, mal das, mal jenes. Mal tut's oben weh, mal tut's unten weh, mal tut's links weh, mal rechts. Mal Kopfschmerz links, mal Kopfschmerz rechts, mal der ganze Kopf. Wechselhafte, wandernde Beschwerden. Wind führt zu Juckreiz in der chinesischen Medizin. Die Nase juckt, die Augen jucken. Allergie, alle Pollen, alle Gräser kommen über den Wind, über die Luft. Wind führt zum Zittern, wenn der Wind durch die Äste bläst. Tremor in der Medizin, Parkinson und solche Dinge. Wind führt zur Bewegung des Augenlides, so Zuckungen, so Ticks oder in den Muskelfasern, tong, tong, tong. Wind führt zu Krämpfen, Sportler. Und der Wind kann immer wieder fort sozusagen oder da bleiben, denn die Mediziner können den Wind nicht greifen. Viele Windkrankheiten kann man nicht greifen. Wenn Wind kommt, bringt Viren oder Bakterien mit, also die Luftbewegung, Tröpfcheninfektionen, dann haben wir eine Erkältung. Gut, das kann ich messen, das kann ich sehen. Aber manche andere Winterkrankungen wie Allergien, der Wind bringt die Gräser mit, die Pollen, die Birke, die Esche, die Erle, was auch immer, bringt die Tierhaare mit, den Mehlstaub, die Milben und man reagiert allergisch. Was macht die Schulmedizin? Nix, weil man nichts hat an Befunden. Allergie, die Symptome, ist ja nicht die Ursache. Atopische Genese, angeboren, ist auch nicht die Ursache primär. Man kann was tun. Der Wind.
Wind macht Erkrankungen, wechselhaft wandernde Beschwerden nicht greifbar wie die Fibromyalgie, wie die windigen, unruhigen Restless Legs, die unruhigen Beine. Das ist der Wind. Und das sind so Erkrankungen, wo man schulmedizinisch nichts macht, weil man nichts hat. Den Wind kann man nicht greifen. In der chinesischen Medizin sagt man, der Wind bringt 100 Krankheiten mit. Also ein wichtiger Faktor. Und der windige Bursch, wie gesagt, ist nicht greifbar, nicht handfest zu packen. Und das sind Krankheiten, viele Krankheiten. Wenn man schaut, Fibromyalgie, man macht nicht wirklich was, unruhige Beine, man hat nur Risikofaktoren, Symptome, das war's. Und hier könnte man chinesisch was machen. Wenn der Wind kommt, kommt es plötzlich zu Juckreiz an der Haut, nennt man Neurodermitis. Auch hier keine greifbare medizinische Ursache. Und man kann etwas tun. Auch hier, wer mehr wissen möchte, mehr Diagnostik haben möchte über Wind und Erkrankungen, kann gerne in die Praxis nach Nürnberg kommen zu mir. Dann kann man gucken, was kann man dafür tun. Und bei den Winderkrankungen, dann kann man definitiv was tun. Nicht nur bei Erkältungskrankheiten, steifen Nacken, sondern auch bei Krämpfen. Manche haben nächtliche Wadenkrämpfe und kriegen es nicht los, nehmen nur Magnesium, aber es kommt immer wieder. Und Fibromyalgie, Neurodermitis, es besteht die Möglichkeit, was zu tun. Das ist der Wind, das himmlische Kind. Nun, ich sage mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.